Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Film von Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof. Und auch den Comic, den ich euch heute vorstellen möchte, hat Das Fenster zum Hof als Thema. Jedoch hat im Comic komischerweise niemand etwas gesehen. Ganz anders wie im Film. Um welchen Comic es sich da genau handelt, das gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Comic geht es heute. Sieben Detektive, Martin Beck, Das Fenster zum Hof, Band Nummer 4 aus der Reihe Sieben Detektive. Das ist eine Reihe, die wird von Splitter veröffentlicht, wo auch dieser Band halt wegkommt. Jeder Comicband aus dieser Reihe hat eine eigene abgeschlossene Story. Das Ganze ist dann eben mit sieben verschiedenen Ermittlern. Und wir haben dann eine Reihe mit sieben Bänden. Das hier ist eben Band Nummer 4 in so einem typischen Splitter-Album-Format. Ne? Relativ dünn, aber dafür extrem groß. Hier, ich zeige euch nochmal. Ne? Ich hoffe, man kann das sehen. Genau, ein bisschen schräg halten. Ne? Die verschiedenen sieben Alben mit deren Ermittler. Das Ganze liegt bei einem Preis von 16 Euro. Und ich komme gerade kurz zur Geschichte von Band Nummer 4 von Sieben Detektive. Das Ganze spielt in Paris 1932. Die Leiche einer Frau wird im Innenhof ihres Wohnblocks gefunden, offensichtlich aus einem Fenster gestoßen. Der Verdacht fällt sofort auf einen alten Obdachlosen aus dem Viertel, der ideale Schuldige. Etwas zu ideal, findet der berühmte Kommissar Martin Beck. Vor allem, da keiner der Anwohner etwas gesehen oder gehört haben will. Irgendjemand verheimlicht etwas. Das will dem Kommissar gar nicht gefallen. Und während sich sein Tabakdunst mit dem Nebel der Metropole vermischt, kommt Beck einem so finsteren wie erstaunlichen Verbrechen auf die Spur. Ja, das ist grob einmal zusammengefasst, worum es hier storytechnisch in diesem neuen Kriminalfall geht, der hier vom Splitter Verlag veröffentlicht wurde. Martin Beck ist hier unser Haupt- oder Beck ist unser Hauptkommissar, der hier die Ermittlungen aufnimmt. Ich zeige euch jetzt einfach mal auch direkt so ein paar Seiten dazu. Genau, hier haben wir ihn sehr prominent gerade einmal dargestellt. Finde ich sehr, sehr schön. Gleich erste Seite, wir wissen sofort, okay, mit wem haben wir es hier zu tun als Ermittler, den stattlichen Herrn Beck. Und dann wird uns auch gleich schon die Leiche präsentiert, die da auf diesem Hinterhof vorgefunden wird, von so einem Mehrfamilienblock. Und man wundert sich ja, dass dort wirklich anscheinend niemand was gesehen hat. Und ich muss jetzt mal eine, deswegen zeige ich euch jetzt direkt schon was aus dem Comic, weil ich euch gleich die fast schon zweite oder dritte Seite hier zeigen möchte. Es ist so eine Splash-Page einfach, die wunderbar einem sofort ein Gefühl dafür gibt, so okay, also irgendjemand wird was gesehen, also muss was gesehen haben. Und ich zeige euch die einfach mal. Die ist nämlich wirklich wunderschön. Ne? Man sieht in den einzelnen Fenstern, überall guckt jemand raus und man weiß einfach, irgendwer hat was gesehen, 100 Pro. Und so ist es halt, dass der Kommissar versucht, alle zu befragen und nach dem Ganzen dann eben auf die Spur kommen möchte, warum musste diese Frau sterben. Ne? Man landet eben bei diesem Obdachlosen, der relativ schnell als Schuldiger eben festgemacht wird. Allerdings wirkt das halt zu einfach. Ne? Dafür, dass niemand was gesehen hat, nur weil da jemand im Hinterhof irgendwie schon seit längerer Zeit haust, muss das ja nicht unbedingt so sein, dass derjenige da auch irgendwie einen Mord verübt hat. Und ja, Geschichte hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt nicht die beste von diesen Vieren, die ich bisher hatte. Die beste für mich persönlich war immer noch das Spukschloss in Schottland. Aber die hier ist auf jeden Fall besser als die von Band Nummer 2. Also dieses Hardboiled-artige, dieses Who Killed the Fantastic Mr. Leeds, der hier, der hat mich ja leider gar nicht so begeistert. Auch teilweise eben darum, weil der so Stilelemente mit drin hat, wo, finde ich, die Geschichte nicht so toll erzählt wird, weil man dann Panels hat und immer wieder so Köpfe eingeschoben werden. Das Problem ist allerdings, dass dieser Band hier das auch wieder macht. Jetzt muss ich das gerade mal für euch raussuchen.
Wir haben hier wieder Altbekannte mit dabei. Na, hier oben könnt ihr das sehen. Da haben wir wieder Sprechblasen und dann unsere bekannten Köpfe, die einfach so in dieses Bild dann hineingesetzt werden. Und ich bleibe dabei, ich bin da kein Freund von, weil mich das irgendwie jedes Mal irgendwie rausreißt. Also es fühlt sich für mich nicht so homogen an. Es wirkt irgendwie echt ein bisschen merkwürdig. Also ich suche jetzt gerade nochmal irgendwie eine Seite. Es kommt, also das ist der einzige Vorteil bei diesem Comic jetzt eben, dass es wirklich nicht häufig vorkommt. Es wird nur ganz, ganz selten einmal eingesetzt. Ja, dann habe ich hier, glaube ich, gerade nur 2-3 Seiten gehabt. Ja, hier haben wir es halt auch nochmal, ne, dass man, ich weiß nicht, ob ihr den Kopf da oben sehen könnt. Mich persönlich stört sowas, weil auf den anderen Panels habe ich beide halt abgebildet. Ne? Also sowohl den Kommissar als auch den, der gerade befragt wird. Und ich verstehe einfach nicht, warum kann man das halt nicht so durchziehen? Warum muss man diesen Kopf da oben hinsetzen? Ich finde es... fühlt sich für mich persönlich einfach nicht toll an. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, wenn ihr diese Reihe gelesen habt und euch das auch schon mal aufgefallen ist. Gefällt euch das? Seid ihr da nicht so der Freund von? Gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten zeichnerisch wieder echt klasse gemacht von Laboron, genau. Entworfen wurde das Ganze von Erik Anna. Und ganz, ganz toll, was dieser Kriminalfall wieder einfach so insgesamt einem darbieten kann. Der ist halt eben spannend. Man kommt da, denke ich, auch nicht sofort drauf, wer der Täter ist. Also nach wie vor wirklich ein weiterer spannender Kriminalfall aus dieser 7-Detektive-Reihe. Und ich bin schon gespannt, wie es dann eben mit dem 5. Band dann eben weitergehen wird. Und ja, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare rein. Falls ihr die Reihe kennt, findet ihr die gut? Was geht die Zeichnung an? Seid ihr da auch irgendwie ganz zufrieden mit oder stört euch das ein oder andere da vielleicht irgendwo auch? Ne? Schreibt mir das gerne mal, eure Meinung zu dieser Gesamtreihe von dem Splitter Verlag. Ja, und dann bedanke ich mich wieder bei euch fürs Reinschalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ingo. Ciao.